Hey Leute und willkommen zu diesem Video. Das Thema dieser Woche ist falsches Pronomen, falsche Ansprache etc. Genau, ich rede da erstmal von meinen eigenen Erfahrungen. Und zwar war ich letztens nach einem Trainingsspiel beim Fußball noch auf dem Platz und habe mit einer Freundin halt ein bisschen gespielt und so. Und dann spielen nach uns immer, also nicht immer, aber öfters, die Eltern, also die sind, das ist so eine kleine Gruppe aus, da waren es 6 Leute. Genau, dann haben die uns halt gefragt, ob wir Lust haben mitzuspielen und dann haben wir so gedacht, so, ja klar, gern, weil wir wollten halt noch ein bisschen spielen und so und dann haben wir halt zugesagt, dann haben wir mitgespielt und dann meinte der eine halt so zu mir meinte so zu jemand anderes, ja, spielt sie jetzt mit uns und hat halt auf mich gezeigt und ich so, ey, ich bin Junge, ne? Also, ich habe dann erst so gedacht, so natürlich so scheiße, Mann, voll schade irgendwie. Und dann halt innerlich auch so ein bisschen traurig. Und habe dann aber halt so selbstbewusst wie möglich gekontert und habe halt so gesagt, so, hey, ich bin Junge und so. Hey, was soll das so ungefähr, ne? Und das war ganz lustig. Der eine Vater meinte dann so zu mir, also ich habe das sofort gesehen und war irgendwie so voll so stolz deswegen. Das war irgendwie lustig. Es war wirklich lustig, aber irgendwie war es halt auch doof, weil der eine dann halt sie meinte. Und irgendwie glaube ich nicht, dass es dann jeder mitbekommen hat, weil dann haben wir halt Pause gemacht und so und dann haben wir halt nochmal so ein bisschen gemischt, die Teams. Und dann meinte der eine auch so, also spielt sie jetzt bei euch und hat wieder auf mich gezeigt und ich wieder so, hä? Da war ich dann auch so ein bisschen so, Mann, scheiße irgendwie, ne? Weil wenn, dann haben die es sozusagen kapiert und dann plötzlich kommt wieder irgendjemand so, also spielt ihr jetzt bei uns? Also ich nicht so, ernsthaft, ist das jetzt wirklich dein Ernst? Und ich überlege gerade, weil sonst ist eigentlich relativ wenig, oder ich kann mich jetzt ehrlich gesagt an nicht so viel zurückerinnern, was sozusagen passiert ist und in welchen Situationen das nochmal passiert ist. Weil ich in letzter Zeit ziemlich viel Glück habe, dass ich einfach als Bio-Junge wirklich rüberkomme und eigentlich da gar nichts sagen muss oder so. Und wenn jemand fragt, dann sage ich auch nur so, ja, hey, ich bin Maro oder so. Oder bist du Mädchen oder Junge? Ja, ich bin Junge. Und meistens fragen die Leute aber gar nicht mehr und kommen eigentlich so drauf. Also wissen sozusagen direkt so, ja, Junge oder so. Also da habe ich noch relativ Glück. Und ja, also ich weiß da wirklich nicht viel mehr darüber zu sagen. Vielleicht noch so, wie ich generell darauf jetzt reagieren würde, wenn jetzt jemand zu mir kommt. Das Ding ist, bei dem Fußballverein, wo ich halt bin, da sind ja immer verschiedene Teams. Und ich habe schon mal bei den Frauen mitgespielt, einfach nach dem Training. Aber halt, ich spiele noch in der C, B, keine Ahnung. Ich vergesse diese Jugend immer, ne, weil wir gemischt sind mit 2 verschiedenen Mannschaften. Und dann habe ich halt manchmal auch bei den Frauen mitgespielt, einfach mit trainiert. Und dann, genau, und die wissen halt nichts davon, weil ich mit denen in letzter Zeit wenig zu tun habe. Und dann war das halt auch so, dass ich musste richtig dringend auf Toilette was trinken. Und die beiden Toiletten sind halt so direkt nebeneinander und hier ist das Spielfeld. Und hier waren die Väter, mit denen wir gespielt haben, und hier war diese Frauenmannschaft. Und beide hatten so voll die Sicht auf die Toilette und ich habe mir so gedacht, so scheiße, Mann, ich muss was trinken, sonst sterbe ich. Und dann habe ich mir so gedacht, nee, okay, ich warte, weil das ist halt immer doof. Weil wenn ich dann reingegangen wäre in die Männertoilette, dann hätten die Frauen irgendwie doof gefragt und hätten so gesagt, hä, du bist doch eine Sie. Und wenn ich dann bei den Frauen reingegangen wäre, hätten die Männer so gedacht, hä, du bist doch ein Er. Ja, keine Ahnung, also das war auch ein bisschen doof. Nee, aber generell versuche ich einfach so selbstbewusst wie möglich darauf zu antworten und einfach so, hör, ich bin noch ein Junge und so. Oder was hast du irgendwie? Oder hä? Pff, irgendwie, keine Ahnung, und was mit dir oder so? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Irgendwie sowas. Man muss einfach so selbstbewusst wie möglich darauf antworten. Weil dann kommt es am besten rüber. Dann denken die Leute sich, ah ja, hätte ich mir direkt denken können. Wenn man dann so sagt, sich, ja, also eigentlich bin ich ein Junge oder ja, also da ist sowas, aber so ein Junge eigentlich,
dann kommt es nicht so richtig rüber. Dann denken die Leute sich so, ja, okay, was ist jetzt los ungefähr? Wenn man so sagt, so, nee, ich bin Junge, dann ist so, ah, okay, so ist klar, so ungefähr, ne? Und dann machen die Leute sich da auch keine Gedanken mehr drüber, weil meine Stimme ist ja auch nicht besonders dunkel. Also gerade hat sie wieder so einen helleren Touch, weil manchmal ist sie in der Zeit ein bisschen dunkler, das finde ich ziemlich cool. Nee, aber meine Stimme ist ja auch, wenn sie dunkler ist, nicht so extrem. Halt mit 16 sind die meisten schon im Stimmbruch und dann, ja, es ist bei manchen halt schon merkwürdig, aber dann es kommt trotzdem, wenn ich dann sage, so, nee, ich bin Junge, dann ist es immer trotzdem so, hey, klar, okay, und dann denke ich mir manchmal so, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber es ist schon cool. Und wenn wirklich Leute irgendwie nochmal fragen oder wenn die irgendwas Falsches sagen, einfach so direkt sagen, so, hey, ich bin Junge, so selbstbewusst wie möglich, so selbstverständlich wie möglich und einfach raushauen und nicht so viele Gedanken darüber machen, weil es ist natürlich schwer. Ich bin dann danach auch immer so, Mann, irgendwie scheiße, aber das zieht einen nur runter. Man muss dann immer an die Momente denken, an die man wirklich für das sozusagen direkt als das gesehen worden ist, was man wirklich ist. Und daran muss man dann denken. Zum Beispiel habe ich mir dann so gedacht, so, ah, da war doch letztens dieser Moment. Der hat so gesagt, so, Ladies first, also du nicht so ungefähr. Und dann habe ich auch so, okay, das war echt cool. Und dann einfach diesen Moment vergessen, der so scheiße war. Und ja. Ja, genau. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, weil ich in letzter Zeit wirklich nicht solche Probleme damit hatte. Ja. Dann bis nächste Woche Dienstag, ne? Ciao.